Einen wunderschönen guten Morgen. Erstens an dich, Kirsten. Guten Morgen, lieber Christopher. Gut schaust du aus, so im Raubtier-Look. Aber du auch. Ja, ich fühle mich noch nicht so, wie ich aussehe, Kirsten. Was können wir tun? Mehr Kaffee. Ja, in der Tat. Prost. Ja, und hinter uns die beiden Herrschaften, die Damen und Herrschaften, sind ja auch schon super fit unterwegs. Ich weiß nicht, fühlst du dich auch schon so fit wie hier unsere beiden Athleten im Hintergrund? Also heute Morgen nicht, aber dank dem geschuldet, dass die Stadtspürer wieder unterwegs sind, habe ich wieder gute Kondition, weil ich ständig durch die Stadt renne. Ich habe gehört, auch bei jedem Wetter. Bei Wind, Wetter und Gewitter. Sehr schön. Ja, wir hatten ja gestern auch irgendwie, das Wetter war nicht ganz so prickelnd. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade bei euch ist. Heute ist es super. Eher bedeckt. Und bei euch regnet es. Es ist in Strömen. Und ja, es ist nicht sehr sommerlich. Und im Übrigen sind wir auch gar nicht mehr allein. Nein. Ich sehe hier Eva, ich sehe hier Daniela, ich sehe hier Romis. Und Beate ist da. Wunderschönen guten Morgen an euch alle. Also 10 Uhr ist schon, wir sind ja sonst immer um 11 unterwegs, nicht wahr, Kirsten? Aber 10 Uhr geht schon mal, oder? Ja, ich denke, wir müssen wahrscheinlich auch auf 10 Uhr umschwenken im Augenblick, weil ich sonst mit Koordinationsproblemen wegen Führungen zu kämpfen habe. Aber wir schauen mal, was weiter sich entwickelt. Wenn es wieder anders wird, dann gehen wir wieder auf 11 Uhr, würde ich vorschlagen. Ja. Also ich denke mal 10 Uhr, wenn die Leute Bescheid wissen. Ich meine, ihr da draußen, ihr habt es ja gut, ne? Ihr könnt ja jetzt einfach mal im Bett liegend euer Tablet zur Hand nehmend, noch den Sonntag genießen und ein bisschen Kirsten und mich beim Schwätzen zuhören. Ne? Wir werden natürlich jetzt nicht nur vor uns hinplänkeln, sondern wir haben ein konkretes Thema. Und wir freuen uns natürlich besonders, dass wir nach einer langen Sommerpause, also verhältnismäßig langen Sommerpause, mit dem Tarotgarten wieder online sind. Denn unser Thema heute Abend ist die 11. Karte bereits. Und das heute ist Abend? Heute Morgen. Ja, du siehst da so Abend oder Morgen. Ich bin schon so erleuchtet, Kirsten, dass ich gar nicht mehr weiß. Also die Zeit ist relativ geworden für mich. Wir sind aber noch nicht im Stern angelangt, Christopher. Jetzt noch nicht, oh Gott. Also ich nehme es gleich wieder alles zurück. Ich muss ja sagen, die Karte, die wir haben, die Kraft, ich habe deswegen dieses Bild da gewählt, was du vorhin im kurzen Vorgespräch schon meintest, das wäre so weltlich. Ich habe bewusst diese Karte gewählt, weil ich mir dachte, was denkt denn der moderne Mensch, wenn er das Wort Kraft hört? Und ich glaube, die meisten Menschen denken erstmal an Muskelkraft. Also vielleicht, wenn sie ja physikalisch vorgebildet sind, noch an irgendwelche Kräfte aus der Physik, aber sonst, oder wie seht ihr das? Ne? An was denkt man? Beate hat nämlich schon Sport und Frühstück erledigt. Ne? Das sieht Mann, man Beate. ja. Ich würde sagen, schreibt uns doch mal in die Kommentare, woran ihr denkt, wenn ihr an Kraft denkt. Das ist tatsächlich interessant. Darüber habe ich mir natürlich aus der Tarot-Perspektive jetzt gar nicht solche Gedanken gemacht, muss ich gestehen. Aber ja, ich würde auch sagen, man denkt erstmal daran, den Körper kraftvoll zu halten, so wie du es auch darstellst, und einfach Kraft zu haben, durch den Alltag zu gehen. Und das ist wahrscheinlich wirklich das. Vielleicht denkt man an einen Gewichtheber. Ja, könnte sein. Ja. Und ich glaube auch, Kirsten hat einen spooky Nachhall, höre ich hier gerade. Haben das alle oder hast nur du das, Daniela? Hören alle einen Nachhall von Kirsten? Ich bin sehr nachhaltig, aber... Ja. Das sowieso. Gut, aber ansonsten, vielleicht gibt sich das auch, oft ergibt sich sowas ja auch im Laufe der Übertragung. Das ist schön. Also ich kann da wirklich nichts machen. Das muss der Christopher kraftvoll lösen. Schade. Ist denn der Nachhall erträglich oder ist er, es kann sein, dass er sich mit der Zeit gibt. Ja. Aber kann man es mal so lassen? Sonst würde ich einfach mal schauen, dass ich hier vielleicht dich ein bisschen leiser stelle und mich. Ich kann momentan nicht genau sehen, woher das kommt.
Also ich check auch gerne hier nochmal alles, aber ich habe nichts. Also Daniela meint, es ist alles gut, es ist nur spooky. Okay, gut. Also wir experimentieren damit, dass wir jetzt auch auf den YouTube-Kanälen der Mantika mit dem Video online sind. Da haben wir ein Tool zwischengeschaltet, vielleicht liegt es daran. Aber ich habe sonst auch keine Idee, was anders ist als sonst. Mhm. Wenn ihr es aushalten könnt, dann lasst uns doch einfach weitermachen. Genau. Ja, es ist erträglich. Ich höre das gerade und vielleicht ergibt sich das ja auch. Und du bist dann eben sehr nachhaltig heute. Genau. So. Ja, also wie gesagt, das war mein erster Gedanke, mein erster Impuls. Wie könnte man das Thema beginnen, indem man einfach mal sich überlegt, was heißt eigentlich Kraft? Also wenn ich das Wort Kraft höre, und natürlich hängt das immer vom Kontext ab, aber ich glaube, dass viele wirklich die Muskelkraft im Vordergrund sehen. Und ja, deswegen dieses Bild. Und ich muss mich hier auch noch ein bisschen anders positionieren. Weißt du, so nach der langen Pause sind wir ein bisschen eingerostet, so was dieses Technische angeht. So, ich würde mal vorschlagen, da lese ich schon was. Also Kraft, ich blende das einfach mal ein. Das finde ich ganz spannend, das können wir ja mal machen. Eva meint, Kraft ist für mich zum einen die Körperkraft, zum anderen was Geistiges. Die Kraft zum Beispiel hinter dem, was man will, wie man seine Absicht lenkt. Kommen wir da schon so in die Richtung, in die dann uns auch die Tarotkarte führt, Kirsten? Ja, das geht in die richtige Richtung, würde ich sagen, ja. Dann lass uns doch mal das nächste Bild aufrufen. Weil, ja, das Interessante, das verrate ich jetzt schon mal, bei der Tarotkarte, die Kraft wird zumeist eine Frau abgebildet. Und wenn ich jetzt aus meiner völligen patriarchalischen Denke heraus, die ja so typisch für mich ist, mir überlege, Kraft wird ja oft eher den Männern zugestanden. Also es ist ja eher etwas, wo man sagt, Männer müssen kräftig sein, Männer sind stark. Ich kenne das immer, wenn es ums Umziehen geht und es wird ein schwerer Gegenstand gehoben, dann lassen alle Frauen sofort alles stehen und liegen und sagen, das müssen jetzt die Männer machen. Und daran merke ich, dass das mit der Gleichberechtigung manchmal doch etwas einseitig ist. Zum einen, dass es auch schwache Männer gibt, das ist offensichtlich Stereotyp nicht möglich. Ja, das mag richtig sein, aber tatsächlich ist es ja wirklich so, dass die Körperkraft eines männlichen Körpers meistens stärker ist als die einer Frau. Und es gibt auch andere Fälle. Aber ich möchte das gar nicht in Abrede stellen, um Gottes Willen. Aber ich sage einfach mal nur so, da merken wir, dass eigentlich Kraft, also im Alltag, eher etwas Männliches ist. Und umso interessanter ist es doch, dass auf der Karte die Kraft einer Frau zumeist, wir haben ein paar Ausnahmen, über die sprechen wir vielleicht noch, aber zumeist ist es eben eine, ist es eben eine männliche Domäne, das Thema Kraft. Ja, weil wir uns jetzt im Tarot auf jeden Fall nicht mehr mit der Körperkraft beschäftigen. Die Körperkraftkarte, das ist sowas wie der Wagen oder der Herrscher meinetwegen. Sondern wir sind ja letztes Mal im Rat des Schicksals gewesen. Es werden neue Töne angeschlagen, die mehr nicht unbedingt mit Weiblichkeit zu tun haben, aber mit seelischer Stärke. Und die Seele, die wird im Tarot, jedenfalls in den alten Tarot-Decks, sehr gerne als weiblich dargestellt. Also da kommen wir dann in die Richtung, was auch Eva schon sagte, Kraft nur auf körperlicher Ebene zu verstehen, würde wahrscheinlich der Tarotkarte Kraft nicht gerecht werden. Also es geht da offensichtlich um was anderes als rein körperliche Kraft. Wir werden aber gleich sehen, dass es zumindest so dargestellt ist wie ein Kraftakt. Ja, da kommen wir noch drauf. Aber es ist offensichtlich etwas anderes gemeint. Wesentlicher Bestandteil der Tarotkarte Kraft ist ja auch der Löwe. Und ich glaube, es gibt ein Beispiel, haben wir nachher, wo gar kein Löwe auftaucht. Aber normalerweise ist immer ein Löwe mit dabei. Das hat mythische Hintergründe. So wie wir den Löwen kennen, ist er natürlich ein wahrhaftiges Symbol der Kraft. Also taucht ja in unterschiedlichen Kontexten auf. Von daher ist es perfekt. Wir haben heute Löwe-Neumond und,
Und das hatten wir auch schon besprochen bei anderen Karten, die wir durchgenommen haben. Tiere auf den Tarotkarten, die kann man sehr gut als Krafttiere nehmen. Man kann aber auch sagen, dass sie Triebe und Instinkte und nicht rationale Anteile der Karten jeweils repräsentieren. Eva und Daniela, ich finde es super, dass ihr das schon mal mit der 8 und der 11 geklärt habt. Da gehen wir sicher auch noch mal ein bisschen später drauf ein, nicht wahr, Christopher? Ja, das wirst du sicherlich mit Bravour erklären. Wir Alles haben klar. ja das bei der Gerechtigkeit schon mal angeschnitten, denke ich, sind wir schon mal gesprochen. Also wer jetzt ein paar Informationen vermisst, der findet sie vielleicht dann unter dem Video, wenn es um die Gerechtigkeit geht. Aber wir werden natürlich noch mal drauf eingehen, warum da ein Durcheinander produziert wurde von den Herren der Schöpfung des Okkultismus. Ganz genau. Genau. Aber ich habe natürlich zunächst einmal das Bild, das auf der Karte Kraft ab gebildet ist, nämlich eine Frau bändigt einen Löwen. Ich fasse es mal einfach so zusammen für den Moment. Nochmal überlegt, wo finden wir dieses Motiv? Und ich habe hier das Motiv genommen, wo tatsächlich die Bändigung des Löwen von einem Mann erledigt wird. Und das ist hier Herkules mit dem nemäischen Löwen. Ich fand das Bild deshalb so interessant, weil da zum Beispiel auch so eine gebrochene Säule im Hintergrund ist und wir ja das Thema Säule nochmal finden werden auf einigen Karten. Aber natürlich gibt es, ich weiß gar nicht, Kirsten, es gibt, glaube ich, ein Tarot. Ich habe jetzt hier, wir haben kein Beispiel dabei, wo sogar Herkules mit dem Löwen abgebildet ist auf der Kraft. Ja, da gibt es ein paar Tarots, die habe ich aber jetzt nicht gefunden gehabt. Es gibt einige, wo man sagst Herkules, ich sage mal automatisch Herakles, genau dargestellt wird, eben wie er den Löwen bändigt. Oder es ist ja kein Bändigen und das ist schon mal ein Unterschied zur Tarotkarte. Es ist ein Töten. Ja. Und das ist nicht, was bei der Tarotkarte bezweckt wird. Also das ist, glaube ich, der Hauptunterschied ist, dass die männlichen Helden in der Regel die Löwen nicht einfach bändigen oder bezwingen, sondern gleich umbringen. Ganz genau. Herkules hat ja durch den Kampf gegen den nemäischen Löwen sein berühmtes Löwenfell ergattert. Wenn ich das mal kurz einschieben darf, da hat er mal, er ist ja sonst nicht die hellste Kerze auf der Torte, unser Herkules oder Herakles, aber da hat er mal Intelligenz bewiesen, denn nachdem das Fell des nemäischen Löwen gewissermaßen nicht von Pfeilen und nicht von Schwertern und von nichts durchbohrt werden kann, hat also erstens reine Muskelkraft angewandt, um den Löwen zur Strecke zu bringen. Er hat ihm einfach den Hals umgedreht. Und als er dann das Fell als Trophäe davon tragen wollte und eben feststellte, dass sein Schwert stumpf ist und alles, was er sonst noch hatte, hat er eine Kralle des Löwen genommen und hat so den Löwen aufgeschlitzt und enthäutet oder gehäutet. Ja. Und den Kopf hat er ja gerne dann sich noch oben als Krone aufgesetzt. Also ihr seht, brachiale Gewalt ist, glaube ich, besser als das, was mit der Karte die Kraft gemeint ist, ist nicht besser, aber es ist besser, hier von brachialer Gewalt zu sprechen, als von dem, was mit der Karte Kraft gemeint ist, obwohl die Szene ähnlich aussieht und manchmal mit ihr in Verbindung gebracht wird. Und nach dieser Schilderung verstehst du auch, warum Männer Kartons schleppen sollen und nicht Frauen. Ja, weil sie alles dabei kaputt machen dürfen, ne? Es geht ja um brachiale Gewalt, ne? Also, das nächste Mal, liebe Damen von Welt, wenn euer Gatte beim Schleppen von Glaskartons alles zerstört, denkt ihr an Herkules und an die brachiale Gewalt, die oft einfach mit Torheit einhergeht, ja? Also. Musst du gerade jemandem beim Umzug helfen oder was ist dein Problem? Nein, das ist immer, da fällt es mir besonders auf. Da fällt es mir besonders auf, dass dann auf einmal alle Geschlechtsunterschiede wieder zählen, die man so kennt, wenn es um Arbeit geht. Oh Gott, ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen. Ich merke schon irgendwie. Sehe schon, wie ihr jetzt über die Tasten eilt und mir hier fleißig in den Kommentaren widersprecht. Tut es bitte freimütig. Ich bin bereit. Ich bin ja. Ich lebe und lerne, wie die Kirsten immer gerne sagt. Wir haben hier einen anderen männlichen Helden, den ich finde, der durchaus auf den ersten Blick auch könnte auch eine Frau sein.
Es ist Gustave Doré, biblische Szene. Es ist Simson, der gegen den Löwen kämpft. Und genau, die Luft wird dünn, sagt Angela. Immer wieder dieses Thema. Es muss doch immer wieder aufs Tableau. Aber ich werde es wieder gut machen. Ich verspreche es. Und ja, wir haben hier natürlich Simson, der gegen den Löwen, den Löwen bezwingt. Und hier fand ich einfach interessant, dass Gustave Doré eine Pose wählte für den Löwen, die nämlich auch die Öffnung des Mauls, ja, die später bei den Tarotkarten eine ja eigentlich durchgängig die wichtigste Geste ist, die die Kraft, also die Verkörperung der Kraft macht, oder? Ja. Ja. Und ja, das wollte ich noch ergänzen. Es gibt also auch einen biblischen Herkules. Und ich mag einfach die Bilder von Gustave Doré sehr gerne. Ist schön, gefällt mir auch. Und da ist so eine Dynamik und da ist an sich schon eine Kraft drinnen. Und ich habe auch eben hier den Eindruck, dass er den Helden eben nicht so wie einen Tumbentor darstellt, sondern durchaus auch einen, der da eine gewisse Mission, eine Vision hineinlegt. Ja, aber ich will mich da... Aber auch nicht. Wie bitte? Besonders intelligent war der aber auch nicht. Nein. Habe ich was Ähnliches. Aber die Darstellung erinnert doch jetzt eher an jemanden, der... Es hat fast von wie, er will ihn reiten und bezwingt ihn deshalb. Es geht schon in die richtige Richtung. Ja. Mhm. Aber nun will ich natürlich auch mit Bildern aufwarten, die noch deutlicher in diese Richtung gehen, und wir verlassen die männliche brachiale Gewalt und gehen zu Darstellungen, die ja tatsächlich eine Frau betrachten, und mir hat diese besonders gut gefallen, denn es ist, ich mache das mal ein bisschen größer hier, man sieht das auch, eine Frau, die sehr entschlossen vorwärts geht, wie ich finde, und dann eben am Gängelband den Löwen hält. Ja, und dieses Gängelband ist eigentlich nur ein zartes Schleifchen. Also jetzt nicht irgendwie eine Kette, mit der sie da vorwärts geht. Und sie deutet auf ein Feuer. Ich kann das schlecht deuten. Ich habe das Bild ehrlich gesagt einfach übernommen, weil es mir gefallen hat und kenne jetzt nicht jede symbolische Feinheit dazu. Aber es ist auf alle Fälle, wie ich finde, ein Bild, das, finde ich, schon ganz klar in die Richtung zeigt, was wir auch auf der Karte Kraft sehen. Ja, und das Führen, Eva, finde ich gut, dass du das mit Kraft zusammenbringst. Das ist definitiv ein Thema der Karte auch, ja. Und kommen wir jetzt hier schon, also sagen wir mal so, wozu gehört so eine Karte? Das ist jetzt hier keine Tarotkarte, sondern das ist die Darstellung der Fortitudo, die vier Kardinaltugenden, die, kriegen wir sie alle zusammen, Kirsten, Mäßigkeit. Tugend. Also Kardinaltugend ist die Mäßigkeit, ja, die Stärke. Die Umsicht, die ich mir immer mit Tugend zusammenbringe. Die Prudentia, die Klugheit, genau. Und Umsicht, die Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit, genau. Also Kraft oder Stärke, Mäßigkeit, Klugheit und Gerechtigkeit. Das sind die vier Kardinaltugenden, die also gerne auch dargestellt wurden. Und wir sehen eben hier eine Darstellung der Fortitudo, eine Darstellung der Kraft. Sie wird gerne mit einem Löwen dargestellt, aber auch mal mit einem Felsen oder auch mal mit einer Säule. Mal gucken, ob ich noch so ein Bild davon habe. Da sehen wir zum Beispiel nochmal die Fortitudo, fast Athena-haft. Wie heißt sie? Barbara Goodman heißt sie so, die ein Tarotbuch geschrieben hat. Mag sein, ja. Ja. Die bringt die Tarotkarte Kraft auch mit der Athene in Verbindung im Übrigen. Fand ich ganz interessant, weil man da natürlich auch Stärke und Klugheit in Verbindung bringt. Also jetzt eben nicht brachiale Gewalt, sondern eben vielleicht eine gezügelte Kraft, eine, die vielleicht auch sich etwas führen lässt. Also mir persönlich gefällt das nicht, aber... Warum nicht? Weil die Kraft eine extrem sinnliche Karte ist. Mhm. Und Athene ist für mich so ziemlich die unsinnlichste Göttin, die ich mir vorstellen kann. Das, möchtest du dich jetzt äußern, Christopher? Da finde ich, Kirsten, bist du doch sehr altmodisch. Denn
Hast du doch nichts von sapiosexuell gehört? Nein, klär mich bitte auf. Sapiosexualität, das ist wirklich eine anerkannte Form der Sexualität. Das ist, dass man sich sexuell angezogen fühlt von Intelligenz und Wissen. Aber darum geht es nicht so unbedingt bei der Kraft, finde ich. Ja, ich wollte das nur ergänzen. Ich merke schon, die Kraft deutet schon so in eine erotische Richtung. Da wirst du natürlich später viel mehr dazu sagen können als ich, das ist klar. Aber wir haben hier natürlich, wie gesagt, trotzdem die Fortitudo. Das ist vielleicht der große Unterschied zwischen der Darstellung der Fortitudo und der Kraft im Tarot. Das ist vielleicht genau das, was du gerade schilderst. Die Kraft selber ist wenig sinnlich, wenn sie als Tugend dargestellt wird. Tugenden sind nicht sinnlich, sind nicht erotisch, das ist nicht sexy. Tugendhaft zu sein. Aber sie hatte eben eine halbe Brust offen. Also ich meine, warum? Ja, also ich kann dir ja nur sagen, was ich da so gehört habe, dass hinter dieser Darstellung der Kraft und der Athene ja eine alte Muttergöttin steckt natürlich, die selbstverständlich Fruchtbarkeit und Sexualität und Weiblichkeit in der Urform verkörpert, die natürlich nur später durch das, durch die patriarchalen Einflüsse in ihrer Erotik und Sinnlichkeit beschnitten ist. Athene übrigens, muss man sagen, ist ja die Kopfgeburt, deswegen weiß ich, was du da meinst. Aber es, man geht davon aus, dass Athene eine viel, viel ältere Gottheit ist und erst durch die indoeuropäischen Griechen zu diesem, ja, zu dieser Intelligenzbestie umfunktioniert wurde. Also das heißt, da steckt schon noch eine ältere Schicht dahinter. Und wenn ich jetzt hier gerade die Fortitudo sehe, die mich eben hier ein bisschen an die Athene erinnert, aber auch den Löwen, und ich finde es einfach sehr nett, dass dort so Engelchen oder Putti auf dem Löwen spielerisch tanzen. Also dieser Löwe, der ist ein Gefährte dieser Frau. Er ist also auf eine gewisse Art und Weise gezähmt und gebändigt durch sie und kann deswegen da und lässt sich's auch gefallen, wenn da irgendwelche Putten auf ihm herumturnen. Also für mich gibt es auch eine Karte im Tarot, die definitiv der Athene zugeordnet ist. Das ist die Karte, die auch als Elf gerne gesehen wird, nämlich die Gerechtigkeit. Aha. Und da haben wir auch oft die Verbindung zur Eule, die auch auf vielen Karten dargestellt wird, die ja mit Athen in Verbindung steht. Die Kraft ist definitiv eine wesentlich erdigere Figur. Eva erwähnt gerade hier, Eva Weinberger, irgendwie fällt mir die Bavaria dazu ein. Ja, also die Bavaria an der Schwanthaler Höhe, an der Theresienwiese, ist ja auch eine Frau, die von einem Löwen begleitet wird. Und das ist natürlich der bayerische Löwe in einer oberflächlichen Interpretation. Aber wir haben ja mal ein München-Tarot gemacht und haben die großen Arkanen mit Sehenswürdigkeiten in München verbunden und da haben wir tatsächlich auch die Bavaria der Kraft zugeordnet. Ja. Wobei das ja eher auf einer oberflächlichen Betrachtungsweise basiert. Die Bavaria selber, ob die nun diese Kraft verkörpert, wie sie auch im Tarot zu finden ist, das werden wir vielleicht hinterher hören, wenn Kirsten noch ein bisschen mehr dazu erzählt hat. Bayern ist aus meiner Perspektive jedenfalls auch ziemlich erdig. Ja, also sinnlich. Erdig. Die fand ich noch toll, diese Karte, die wollte ich unbedingt noch reingeben. Ist auch eine Fortitudo-Karte aus dem 16. Jahrhundert, wie man schön sieht. Und da sehen wir also eine, das ist spannend, also die steht jetzt hier nicht hochherrschaftlich da. Und wenn ihr mal genau schaut, dann sitzt die auf dem Löwen. Stimmt, gewissermaßen, ja. Und ist so ein bisschen wie aufgelöst. Ne? Also es könnte sein, dass ihr das Kleid gleich vom Leibe rutscht. So habe ich den Eindruck. Entschuldigung, wenn ich das so aber deutlich sage. Also ich fand ich aber toll und auch diese Geste, die sie so hat, also das ist so gar nicht herrschaftlich und da kommen wir in den Bereich der Sinnlichkeit, also so manch ein Künstler hat in dieser Fortezza, in dieser Fortitudo tatsächlich vielleicht auch das gesehen, worauf du schon anspielst, liebe Kirsten. Worauf spiele ich denn an, lieber Christopher? Auf die Sinnlichkeit. Tust du das doch nicht, jetzt nimmst du wieder alles zurück. Also, in jedem Fall, aber findest du nicht auch, Kirsten, dass es eine tolle Darstellung ist? Das sieht echt klasse aus. Also ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie ein Otto-Dix-Bild.
Wobei Otto Dix natürlich gröber zeichnet, aber Körperlichkeit ist sehr interessant. Ja, die ist ja auch eine sehr erdige Gestalt. Das ist keine hehre, schlanke Kriegerin, sondern das ist also wirklich eine, die so ein bisschen, also so wirklich kräftig auch ist in ihrer gesamten Erscheinung und aber durchaus auch sinnlich. Ich finde irgendwie, wie sie da so den Blick gen Himmel richtet, das ist schon schön. Ja, schauen wir mal weiter. Jetzt kommen wir endlich auch zum Tarot. Bitte verzeih mir, dass ich die Reihenfolge von rechts nach links gewählt habe. Das hatte praktische Gründe. Aha. Aber ich wollte dich einfach damit einladen, nochmal auf das Glücksrad im Zusammenhang mit der Karte Kraft einzugehen. Genau, das habe ich ja eben schon gesagt. Wir sind vor dem Sommerurlaub bis zu dem Rad des Schicksals gekommen, haben da lange drüber philosophiert. Und in vielen Tarots, besonders die dem europäischen, der Tradition des Tarot de Marseille folgen, ist dann die Karte Nummer 11, die nach dem Rad des Schicksals kommt, die Kraft. Wenn wir eher den angloamerikanischen Systemen folgen, die auf dem Waite-Smith-Tarot basieren, dann wäre die 11 die Gerechtigkeit, über die wir schon eine Session gemacht haben und die ihr euch gerne angucken könnt. Das hat Christopher schon erwähnt. Da erklären wir das auch nochmal mit dieser Vertauschung. Die Vertauschung beruht hauptsächlich darauf, dass die Karten ja auch astrologische Komponenten haben und auf der Kraft, die wir jetzt schon mehrfach festgestellt haben, ist ein Löwe abgebildet. Also hat man die Karte dem Löwen zugeordnet. Der Löwe passt aber wesentlich besser zwischen den Wagen und den Eremiten. Der Wagen ist dem Krebs, der Eremit der Jungfrau zugeordnet. Und dann macht es natürlich Sinn, den Löwen in die Mitte zu setzen, während die Gerechtigkeit der Waage zugeordnet ist. Und dann nach dem Rad des Schicksals, das Jupiter zugeordnet ist, sich besser als 11 macht. Das ist einer, es gibt noch andere Gründe, aber das ist eigentlich der Hauptgrund. Also das war sozusagen das Bedürfnis, da muss doch ordentlich Struktur rein, da stimmt doch was nicht. Genau. Ja. Ganz genau. Prinzipiell ist es egal, man kann die Geschichte so oder so erzählen. Die Geschichte, damit meine ich die Reise durch die Welt der Archetypen, die die großen Arkana darstellen. Aber wenn wir jetzt die Kraft nach dem Rad des Schicksals haben, dann können wir wirklich sagen, dass nach dem Rad des Schicksals, in dem es ja ganz stark darum geht, sich den verändernden Umständen des Lebens anzupassen, anstatt sich ihnen zu widersetzen und Kontrolle über Veränderung dadurch zu bringen, nicht, dass man die Kontrolle, dass man sagt, stopp, ich bleib so, wie ich bin, sondern sich anpasst und flexibler wird sozusagen im Leben, dass man daraus Kraft gewinnt und einen besseren eigenen Standpunkt. Und da sind wir genau im Thema der Kraft gelandet. Wir haben eine Verbindung beim Rad des Schicksals zu Magier über die Quintessenz. 1 plus 0 ergibt 1. Der Magier ist die Karte, die sagt, ich habe alles im Griff, alles in Kontrolle und kann damit spielen. Auf der körperlichen Ebene, denn die Karten, die nach dem Magier kommen, die wir bisher durchgenommen haben, die haben dann alle ganz stark etwas damit zu tun, in die Welt zu gehen, in der Welt Erfolge zu feiern. Und stärker und stärker und weiser zu werden, bis wir dann beim Eremiten gelandet sind. Dann haben wir das Rad des Schicksals mit der Veränderung und die Karten, die jetzt folgen, von der 11 bis hin auf jeden Fall zur 17, zum Stern, die haben dann mit seelischen Themen zu tun und der Bewegung der Seele und was die durchmachen muss, damit wir reifere Menschen werden. Und da setzt die Kraft den Auftakt. Und das werden wir nachher auch sehen, wenn du uns eine Waite-Karte zeigst. Die Kraft wird sehr stark an den Magier angelehnt. Komme ich dann gleich nochmal drauf zu sprechen. In der Urform hier aber, also Urform ist es ja nicht, es ist die Variante der Marseille-Interpretation, sehen wir eine gut gekleidete Frau, die einen Schlapphut auf hat, der übrigens auch aussieht wie der Hut des Magiers auf dem, oder Butler, wie es im Tarot de Marseille heißt, auf der Marseille-Karte. Also da haben wir auch schon eine Übereinstimmung.
und die dirigiert das Maul eines Löwen. Und sehr stark verändert sich, wenn wir mit Frau und Löwen im Tarot arbeiten, dann auch diese Interpretation nicht. Es geht manchmal darum, ist das Löwenmaul zu, ist es offen, je nachdem. Ich persönlich sehe ja hier auch schon eine sehr starke astrologische Korrespondenz, nämlich die Korrespondenz von Jungfrau und Löwe, die in diese Karte eingearbeitet ist. Die Frau stellt, nachdem wir jetzt gerade hier im Rat des Schicksals ja nur seltsame Tiere haben, also eine sehr instinktgetriebene Karte haben, stellt die Frau auf der Kraftkarte unsere verstandesmäßigen Aspekte dar, aber auch unsere seelische Qualität, die zu Höherem strebt, während der Löwe all das in uns darstellt, was uns triebhaft macht, was uns steuert, was wir nicht so gut kontrollieren können. Und daher geht es hier bei dieser Kraft im Tarot darum, die Triebe eben nicht tot zu hauen, wie das Herakles oder Simson oder sonst wer tun, sondern sie zu lernen, in den Griff zu bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich finde es interessant, weil ja auch die Farbe Rot zumindest hier in dieser Darstellung doch dominiert und sich vor allen Dingen im Maul des Löwen wiederholt. Und da denke ich natürlich sofort auch an Leidenschaft, Leidenschaftlichkeit, während so die kühleren Farben Blau doch sehr dezent im Hintergrund sind. Und kühle Farben wären ja dann eher für die geistige Komponente. Ich weiß nicht, Gelb, wofür könnte Gelb stehen, Kirsten? Weißt du das? Solarplexus. Solarplexus könnte aber auch das Gelb der Erde sein, könnte man auch was Irdisches drin sehen. Also hier in dieser Darstellung finde ich es immer wieder spannend, dass wir hier eine Frau sehen, die auch ganz gelassen ist. Also sie ist jetzt nicht irgendwie, es scheint keine Kraftanstrengung wirklich zu sein, sondern sie, ja, öffnet sie das Maul oder schließt sie das Maul? Was könnte es, das könnte beides sein, je nachdem, oder? Als auch. In der Ruhe liegt die Kraft, ist sicher ein Motto für diese Tarotkarte. Und ich könnte jetzt noch ganz viel dazu sagen, aber vielleicht sollten wir uns noch ein paar andere Bilder dazu anschauen. Ja, schauen wir doch mal weiter. Genau, also auf andere sinnlichere Aspekte komme ich dann zu sprechen, sicher, wenn wir noch mal uns die Waite-Karte ansehen oder Crawley vielleicht sogar. Who knows? Hier sehen wir jetzt jedenfalls ein Thema mit der Säule wieder, die gebrochene Säule. Das ist sicher auch wieder eine Anspielung auf die Fortitutia. Fortitude, hast du ja schon erwähnt, dass sie gerne mit einer Säule in Verbindung gebracht wird. In dem Fall scheint sie diese Säule zu halten, würde ich sagen. Ne? Versucht es zu halten. Oder meinst du, sie bricht sie gerade? Da weiß ich jetzt selbst nicht so. Ist auch wieder doppeldeutig, finde ich. Ne? Also entweder sie baut sie wieder zusammen, das könnte auch sein. Oder sie hält sie in dem Moment, wo sie anfängt zu wanken. Oder sie ist sogar die Verursacherin. Also das sind, da finde ich, sind mehrere Lesarten denkbar. Auf jeden Fall ist es ja ganz spannend, wenn wir nochmal zurückgehen zu Herakles und Simson, dass in beiden Fällen Frauen denen arge Probleme bereitet haben. Ne? Also Simson, der ja dann auch eine Säule zerbricht im Tempel der Philister ganz am Ende, wird ja von Delilah oder Delilah oder wie immer wir sie nennen wollen, gedemütigt, indem sie ihm die Haare abschneidet, was ja auch ganz lustig ist. Ne? Sie macht ihn ja eigentlich zum Mann, indem sie ihm nach früherem Denken die Haare abschneidet. Obwohl, ja, früher hat man noch lange Haare als Mann getragen. Möchtest du da... Also lange Haare waren früher bei Männern sehr angesagt. Und ich denke mal, lange Haare, wenn... Ja, also ich meine, bis auf... Was bedeutet denn das Haare abschneiden dann? Das bedeutet den Verlust der Männlichkeit. Meinst du? Ja. Und deswegen ist auch dieses Haare abschneiden, also ich, kleiner Exkurs zum Thema Haare abschneiden, weil ich mich zufällig mal damit beschäftigt habe, dass Männer kurze Haare haben in unserer Kultur, geht zurück auf ja die militärische Zeit, in der man Männern sozusagen, wenn sie zum Militär gingen, erst einmal klar machen musste, dass ihre Kraft ihnen nicht mehr selbst gehört, sondern dass sie jetzt sozusagen einem höheren Ganzen unterworfen sind. Und das hat sich dann bis zum heutigen Tag durchgehalten. Lange Haare sind, ja, Eva nennt es, ist eigentlich eine Erniedrigung. Du bist jetzt sozusagen Soldat, du bist jetzt in der Armee. Jetzt kommt mir sofort so ein Ohrwurm rein.
Oh Gott, ich sag's jetzt nicht. Oh, bitte nicht. Jetzt hast du es ausgesprochen. Furchtbar, ich habe dieses Lied so gehasst. Aber das ist es eben. Du bist jetzt in der Armee und du musst jetzt erst einmal, wenn dir alle Haare abgeschoren, ja, du bist kein Deut besser wie die anderen. Haare stehen für Individualität, für Kraft, für Schönheit auch. Ja, also zum Beispiel, wenn bei diesen Serien Vikings die Wikinger immer so mit abgeschorenen Haaren, aber dann haben sie immer oben noch lange Haare, das ist natürlich alles Fantasie. Die Wikinger hatten alle lange Haare, also das war für die enorm wichtig. Die haben die Haare auch sehr gut gepflegt. Und die Kelten hatten lange Haare und haben die dann gerne, wenn sie in den Kampf gegangen sind, so mit Kalk und nach oben gestellt, um halt möglichst groß und mächtig auszusehen. Ja, Braveheart. Ja, klar, ich nehme das alles zurück, sorry, ich habe nicht richtig nachgedacht. Aber wir haben halt heute ein erotischeres Bild von Männern, wenn sie kurze Haare haben. Manche Frauen stehen aber auch auf Männer mit langen Haaren. Kommt drauf an, wie die Haare aussehen, ja. Auf jeden Fall. Okay, kleiner Exkurs. Mhm. Auf jeden Fall, um nochmals darauf zurückzukommen, also Simson bekommt durch eine Frau arge Probleme. Und auch Herakles gibt es ja diese eine Geschichte, ich glaube, es ist Hippolyta, oder? Die er begegnet und er muss dann Frauenkleider tragen, weil er, glaube ich, eine Wette verliert. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und da ist ja auch immer dieses Thema Mann-Frau sehr intensiv in diesen beiden Geschichten verstrickt und die sollen wahrscheinlich auch genau dadurch etwas lernen auf einer tieferen Ebene, vielleicht sogar seelische Qualitäten, man weiß es nicht. Und das finde ich halt jetzt da interessant, dass diese Säule gebrochen ist und wir uns darüber Gedanken machen können auf dieser Karte, wenn wir jetzt diese Karte ziehen würden, könnten wir uns vielleicht genau Gedanken darüber machen, gehe ich jetzt hier zu brachial vor mit meinem Problem oder auch nicht. Und wenn wir weiterdenken, wieder an das Entmannen denken, was wir jetzt gerade analysiert haben, dann ist eine gebrochene Säule natürlich auch ein Bild dafür. Tja, ich weiß zwar nicht genau, worauf du da jetzt anspielst, liebe Kirsten, aber ich folge dir da jetzt einfach mal in deinen Gedanken. Ich habe noch zur gebrochenen Säule, außer dieser Konnotation, die du jetzt reingebracht hast, noch erinnere dich, wir haben sie ja manchmal auch auf Friedhöfen, na, die gebrochene Säule als Grabsymbolik und da steht sie natürlich für die eine einzige Stütze der Gesellschaft ist nun nicht mehr unter uns. Naja, in jedem Fall interessant. Die Säule taucht aber ansonsten bis auf diesen Darstellungen gar nicht mehr so oft auf. Ich habe jetzt endlich die Karte, auf die du ja schon vielfach verwiesen hast im Programm. Ja, sehr schön. Also hier haben wir jetzt die beiden bekanntesten Tarotkarten. Einmal die auf meiner Seite von Crawley und Frieda Harris. Und auf der anderen Seite die von Waite und Pamela Coleman-Smith. Und lass uns mit der von Waite und Pamela anfangen, denn die ist ziemlich eingängig, nachdem wir jetzt schon die Variante aus dem Marseille-Deck gesehen haben. Wenn ihr selbst mal ein Tarot von Waite und Smith zur Hand nehmt und euch bei dem Magier rausnehmt, dann werdet ihr sehen, dass da viele Anspielungen auf den Magier sind. Wie der Magier hat diese Frau hier eine Lemniskate über dem Kopf, das Unendlichkeitszeichen, was dann natürlich nochmal Sinn macht, sie zu 8 zu machen, diese Karte. Es ist ja eine 8, die sie auf dem Kopf hat. Und sie hat ein weißes Gewand an, was der Magier auch trägt. Und sie hat Blumen an. Beim Magier spielen Blumen auch eine große Rolle. Und viele Leute sagen auch, es ist die weiblichste Karte, es ist der weibliche Magier. Und in vielen Decks, gerade nach den 70er Jahren, in denen ja dann die Frauenpower nach vorne kam, wird sie auch gerne als die Schamanin oder die Hexe bezeichnet. Kraft. Und hier sehen wir dieses Motiv des Bändigens noch einmal stärker ausgeprägt als auf der Marseille-Karte. Also die Frau wendet sich hier dem Löwen zu und er hat seine Zunge draußen. Und wenn wir genau gucken, das war bei der Marseille-Karte auch so, aber hier ist es noch intensiver, das Maul dieses Löwen ist exakt auf den primären Geschlechtsorganen der Frau. Und das heißt natürlich, und jetzt sind wir bei der Sinnlichkeit, da muss der Christopher genau gucken, ganz klar, dass sie bestimmen kann,
wie ihre Sexualität läuft und die auch kontrolliert. Das ist ein extremes Bild für Triebe und die Kontrolle von Triebhaftigkeit. Ich habe ein Stichwort für diese Karte und das ist aus dem Film Tutsi, den ich sehr geliebt habe früher. Ich weiß nicht, ob ihn noch jemand kennt, mit Dustin Hoffmann. Und da sagt Terry Garr, ich bin verantwortlich für meinen eigenen Orgasmus. Und das ist die Karte dazu. Kirsten, es ist Sonntagmorgen, aber gut. Also besser als in der Kirche sitzen, oder? Das ist wahr. Da lausche mir doch lieber auch deinen Ausführungen. Ich finde das spannend, weil ich habe, also für mich ist diese Karte, wenn ich das kurz einwerfen darf, ich finde, sie ist ja sehr, wie soll ich sagen, also sie, das, die Kleidung, die sie trägt, erinnert mich sehr stark an so Dienstmarktkleidung. Wie, fast wie ein Dirndl sieht es aus für mich. Also die Bavaria so, eben. Das ist vielleicht die Bavaria, genau. Und dieser Löwe, der guckt sie auch so richtig verliebt an. Also das hat, da ist so eine Intimität zwischen den beiden, die finde ich sehr interessant. Also ich denke, dass damit keine Marktkleidung gemeint war, sondern dass es eher ein unschuldiges Gewand ist. Mhm. Und das ist das, was ich auch immer in dieser Karte sehe, diesen Mythos von der Jungfrau und dem Einhorn. Aha, ja. Das hier sehr stark mit reinspielt. Ne? Nur eine Jungfrau kann ein Einhorn, Horn, Säule zähmen und hier wird das halt durch einen Löwen dargestellt. Mhm. Ja. Lass sie doch weiter sprechen. Ich lass sie jetzt sprechen. Ich bin ein Herzensmensch, gar keine Chance. Ja, ich muss mir hier jedes Wort erkämpfen. Genau. Ja. Aber im Hintergrund ist übrigens auch ganz dominant wieder die Berge. Mhm. Ne, und über Berge haben wir auch schon oft geredet. Erkenntnisse, ein Weg, den wir noch zu gehen haben, um zu höheren Erkenntnissen zu kommen. Also hier ist nur eine Zwischenstation. Aber nachdem wir so rumgeeiert sind im Rad des Schicksals, stehen wir jetzt wieder auf festem Boden, haben fest den Boden unter den Füßen und müssen uns mit unseren eigenen Verlangen und Trieben auseinandersetzen und die kontrollieren. Ich habe die Karte ganz oft bei Frauen und also bei Männern habe ich sie auch öfter und dann symbolisiert sie sehr oft, was sie sich von einer Frau wünschen. Bei Frauen habe ich diese Karte sehr oft, wenn sie sich darüber beklagen, dass ihr Mann nichts mehr von ihnen will. Und dann sagt diese Karte, vielleicht musst du mal ein bisschen dich um dich selbst kümmern und dafür sorgen, siehe Terry Garr, dass es dir erstmal selbst gut geht. Es ist eine Karte der Lebenslust und Lebensfreude. Mhm. Und nur wenn du die ausstrahlst, werden andere Leute auch Lust haben, sich mit dir einzulassen tiefer. Das ist ja das, was in der Crowley-Karte ja noch stärker auf die Spitze getrieben wird, der Gedanke. Dort, wo bei Rider-Waite noch eine gewisse Unschuld in der Frau dargestellt wird, ist sie hier nun völlig lasziv, reitet sie den Löwen mit den vielen Gesichtern. Ganz genau. Also Crowley war ja sehr davon besessen, kann man sagen, seine Scharlachfrau zu finden, die ja auch die Hure von Babylon nannte. Mhm. Und hier sehen wir sie in ihrer ganzen Pracht. Sie wird auch mit Lilith verglichen. Also wir können die Kraft auch sehr gerne mit der Lilith-Energie zusammenbringen. Und ja, also hier geht es ans Eingemachte. Bei Crowley definitiv ist es die Karte Nummer 11, die dann direkt vor dem Gehängten kommt, den wir beim nächsten Mal durchnehmen werden, wo wir sehen, wie männliche Kraft wirklich total aus dem Leben genommen wird. Und das liegt unter anderem auch daran, dass die Frauenkraft oder die Frauenpower, wie du es nanntest, ab der 11 sehr, sehr stark wird. Ob da nun die Gerechtigkeit ist oder die Kraft. Ist interessant auf alle Fälle, also es sind natürlich biblische Anspielungen, dieses vielköpfige Tier, damit ist natürlich das große Tier, möglicherweise oder ganz sicher bei Crowley auf das Tier, große Tier aus dem Buch der Offenbarung natürlich eine Anspielung gesetzt. Wir sehen aber hier auch nochmal dieses rote Band, das Gängelband, das wir schon bei der Fortitudo kennengelernt haben und hier hält sie noch einen Kelch in die Höhe, würde ich mal sagen, mit Blut möglicherweise, vielleicht eine Anspielung auf den Gral. Und da fliehen so Schlangen davon weg. Mich erinnert es an die Büchse der Pandora. Ich weiß nicht, ob das da mit gemeint ist, aber
da ist es auf alle Fälle eine ziemlich starke Kraft, die aus der Weiblichkeit kommt, wohl mit gemeint. Ja, also da gibt es viele Interpretationen. Crowley selbst spielt ja sehr oft auf den Gral an. Wir hatten schon das im Wagen, das Lenkrad des Wagens im Crowley ist ein Gral, den er nach vorne zeigt quasi und der das Blut Christi, wie immer er das auch genannt hat, weil er war ja nicht wirklich für die Kirche, hält. Und ich habe so das Gefühl, dass wir in diesem Kelch, den sie da hält, eigentlich auch das Rad des Schicksals sehen, das jetzt so eingeschlurft wird. Also sie übernimmt Kontrolle über das Schicksal und macht es auch durch das Blut, das ist ja ein Symbol für Ehrlichkeit auch für mich, das Blut, macht es sich zu eigen. Ja, interessant, das habe ich noch gar nicht so gesehen, aber du hast recht, dieses Bläuliche da im Hintergrund könnte auch sowas wie ein Rad sein, das sich dreht. Ja, und unten drunter sieht man ja auch so in die Höhe gereckte Hände, kann ich da erkennen, also irgendwie, sie trampelt auch auf vielleicht alten Mustern, alten Strukturen herum. Wir wissen ja, bei Crowley geht es ja auch um das neue Äon und er sah sich ja als Hohepriester des neuen Äons, als Anführer. Er selber hat sich mit dem großen Tier 666 in Verbindung gebracht oder sich selbst The Great Beast genannt, wenn mich nicht alles täuscht. Also für ihn war das wahrscheinlich eine unglaublich wichtige Karte. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Sehe ich auch so. Und ich finde sie auch... Also sie ist ein bisschen schwierig für manche, wenn man Karten legt, zu ertragen. Ist nicht die idealste Karte, aber sie ist extrem kraftvoll und drückt für mich auch sehr stark das aus, was Menschen, die Sexualität ablehnen, damit verbinden. Und das kann natürlich auch in einer Tarotkartenlegung Thema sein. Also es polarisiert wahrscheinlich, ne? Also wenn die einen fühlen sich angezogen, die anderen fühlen sich eben daran erinnert, was sie gerade ablehnen. Ganz genau. Ohne dass ich das jetzt bewerten möchte. Schauen wir mal weiter, denn wir haben ja noch ein paar Karten vor uns. Wobei ich muss zugeben, die Vielfalt in der Darstellung, die ist bei dieser Karte nicht so groß wie bei anderen Karten. Also wenn wir jetzt so, wie nennt man das, Klone, Derivate, Modifikationen, Künstlerdecks nehmen. Alle fühlen sich offensichtlich von dieser starken Symbolik so stark angezogen, dass sie da jetzt nicht großartig eingegriffen haben. Werden wir gleich sehen. Das sind immer nur Nuancen. Aber das, was im Wesentlichen ausgesagt wird und symbolisch vorhanden ist, das wiederholt sich letztlich. Auch hier bei diesem Deck von unserem Freund namens Robert M. Place. Robert M. Place, ganz genau. Und der natürlich die alchemistische Thematik in den Vordergrund stellt. Ich würde sagen, da gehen wir einfach nur kurz drüber. Wir sehen hier nämlich die Karte Kraft auf dem grünen Löwen. Der grüne Löwe ist ein alchemistisches Symbol. Er steht für eine bestimmte Stufe in der Alchemie, die, auf die er hier anspielt. Auf der anderen Seite sehen wir einen weißen Löwen. Es ist vom selben Künstler. Er hat also hier zweimal auch unterschiedlich über diese Karte nachgedacht. Einmal als grüner Löwe, der mit der Prima Materia in Verbindung steht, der Urkraft, und dann den weißen Löwen, der ein anderes Stadium in der Alchemie verkörpert, nämlich die Fermentation, ohne da jetzt allzu genau drüber darauf einzugehen. Wir sehen aber oben Sonne und Mond, das brennende Herz, da haben wir nochmal hier das Thema. Ich würde aber trotzdem gerne nochmal was sagen. Natürlich. Auch wenn wir nur kurz verweilen wollen. Wir haben ja über die Liebenden gesprochen und über den Sündenfall haben wir auch gesprochen. Wir werden noch mal darüber sprechen, wenn wir bei der 15 sind. Aber bei der Crowley-Karte, die Liebenden, da wird ja eine Hochzeit dargestellt und die gelingt nicht ganz, diese Hochzeit, weil ein weiblicher Aspekt, nämlich genau die Lilith, nicht berücksichtigt wird. Also eine bestimmte weibliche Kraft. Wir haben jetzt hier heute schon ein paar Mal heraus analysiert, dass Frauen mit der Kraft sehr stark verbunden sind und das auch was mit Männern zu tun hat und eine Erstarkung der Weiblichkeit vielleicht, so würde ich es mal sagen. Also die Frauen sind den Männern eins voraus, an gewissen Stellen. Und jetzt haben wir dieses Symbol von Sonne und Mond, die wirklich perfekt zusammenkommen an dieser Stelle.
Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auf dem archetypischen Weg der großen Arkana, dass es diese Karte gibt, wo die Frau ganz, ganz, ganz stark nach vorne kommt. Herzensmensch hat hier auch über Feminismus was geschrieben, weil sie gleichberechtigt dem Mann gegenüber werden muss mhm. und dann kann die Geschichte weitergehen. Mhm. Das ist passiert, glaube ich, in der Kraft. Mhm. Ja, interessant. Also die Kraft scheint da einen Wendepunkt auch anzudeuten, der bestimmte Muster in unserer Gesellschaft in Frage stellt, und zwar ununterbrochen in Frage stellt. Also es ist auch eine gesellschaftlich bedeutsame Karte. Nicht umsonst verbinden wir es jetzt zumindest aus unserer Perspektive mit Feminismus. Ja. Ich weiß nicht, ob die Leute der Renaissance oder des Barock an Feminismus dachten bei dieser Karte, aber für uns bedeutet es sie. Ja. Also der Golden Dawn, aus dem die Waite-Smith-Karte stammt, hat natürlich ganz stark darüber nachgedacht, denn sie haben ja versucht, eine Welt zu erschaffen, in der Mann und Frau gleichberechtigt sind. Mhm. Ist ihnen nicht unbedingt geglückt, aber sie haben es versucht. Ja, ich zitiere einfach das Buch des Gesetzes: Jeder Mann und jede Frau ist ein Stern. Interessant, dass aber der Mann dennoch zuerst genannt wird. Und da sehen wir, das ist, ja. Wir haben hier eine Frage. Bei den Druidenkarten ist die Stärke-Karte eine Frau mit einem Eber und einem Schwert, die im Gras ist. Ist der Eber wie der Löwe zu sehen? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also Löwen waren im Keltischen, glaube ich, nicht so viel unterwegs. Nicht wirklich. Im keltischen Raum. Und da haben sie dann halt stattdessen einen Eber genommen, der ja auch für Kraft steht. Und Stärke. Ich glaube, es ist wirklich die Parallele. Ja. Ja. Ja, wir haben hier noch ein paar, und da sieht man bei der linken Karte deutlich, was ich meine, wenn ich sage, man wiederholt letztendlich bereits vorhandene Motivik. Der Hintergrund ist sicherlich ein anderer. Wir sehen hier noch einen Baum und ein bisschen mehr Grün. Mir persönlich gefällt sie nicht so gut, die Karte, aber... War einfach mal was anderes reinzubringen, ist jetzt auch nicht meine Lieblingskarte. Die Karte von Röhrig finde ich persönlich sehr ansprechend, weil diese Sinnlichkeit halt sehr stark herausgestellt wird. Und ich finde, hier sieht man so, wie sie sich diesen Löwen nicht nur dirigiert, sondern auch als Schutzsymbol nimmt und sich hinter diesem Löwen, der so ihren Trieb auch darstellt, vollkommen entspannen kann und ihre Sinnlichkeit erleben kann. Das mag ich an dieser Karte sehr. Ja, ein bisschen Pin-up ist es, aber... Es ist halt 80er Jahre, was willst du? Ich sag ja nichts. Ich stelle es ja nur fest, aus rein wissenschaftlichem Interesse. Ja. Aber es ist auf alle Fälle deutlich, wie entspannt auch der Löwe ist. Ne? Also der Löwe ist total entspannt, blickt uns an, während die Frau einfach mit sich beschäftigt ist. Und das ist das, was du sagst. Jede Frau ist für sich selbst verantwortlich an dieser Stelle. Aber unter dem Schutz des Löwen fällt das natürlich leichter. Ja? Also wenn ich mir meiner eigenen Kraft bewusst bin, brauche ich eben keine Angst zu haben. Ja, ja. Dann nochmal Karten, die, wie gesagt, die beiden sind sehr ähnlich, finde ich, an manchen Stellen, also auch wie sie das darstellen. Ich finde, bei der linken Karte, da kann ich das Deck jetzt nicht zuordnen, das weißt du vielleicht gerade, woher das kommt. Links ist. Links ist, weißt du, welches Deck das ist gerade? Ich weiß nicht, was links oder rechts ist. Ich weiß nicht, Linksschwäche und B, weiß ich nicht, was jetzt hier links ist. Das, was auf deiner Seite ist. Auf meiner Seite. Ah, ja. Das ist das Raziel-Deck. Und auch von Robert M. Place. Ja. Und das Raziel-Deck stellt hier die Königin von Saba oder Sheba dar, die ja auch wieder eine ganz wichtige Rolle hat in der Geschichte von König Salomon. Was immer die beiden da in dieser einen Nacht getrieben haben, wir wissen es nicht. Aber da kam es ja auch zu einer mystischen Vereinigung von Mann und Frau, die sehr wichtig ist. Der Tempel ist danach nicht gleich eingestürzt, also es war jetzt nicht unbedingt das Verderben, aber gerade um die Königin von Saba haben sich ja dann auch ganz viele Legenden gereiht, auch durchaus sehr negative Legenden, die dann auch alle mit dem Lilith-Thema in Verbindung gebracht wurden. Und wir haben hier zweimal eine Darstellung einer eher... ich weiß jetzt nicht den politisch korrekten Ausdruck, einer Native African Persönlichkeit,
dargestellt, die ja auch besser zum Löwen eigentlich passt als im westlichen Europa. Und macht das Ganze nochmal erdiger. Und du hast die Erdmutter-Thematik erwähnt bei der Athene. Also das wird hier sehr stark betont, dieses Erdmutter-Thema. Ne? Also es sind zweimal eher auch herrschaftlich auftretende Frauen. Das auf meiner Seite befindliche Deck, liebe Kirsten, das ist ja das Deck Modern Witch Tarot und von Lisa Stirl. Und da sehen wir auch die Frau gar nicht mehr auf den Löwen gerichtet. Das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, was auch beide Karten haben. Der Blick ist irgendwo, naja, man sagt ja traditionell, wenn man nach links blickt, dann wäre das eher in die Vergangenheit, oder? Kann man das sagen? Beide blicken irgendwo in die Vergangenheit und also sie blickt nicht mehr den Löwen an. Sie hat nur noch Kontakt mit ihm über die Hände. Der Löwe blickt in die gleiche Richtung wie sie. Das Maul ist nicht mehr geöffnet. Da geht es also offensichtlich um was anderes, was Lisa Stirl da sagt. Und im Hintergrund sehen wir auch so spitze Berge, also so wie Eiskristalle mehr. Also finde ich schon eine interessante, da ist schon mehr drinnen in dieser Karte, über das man nachdenken muss. Ja, wir sind jetzt in der vierten Welle, glaube ich, des Feminismus angelangt und müssen nicht mehr uns so sehr mit dem Thema Orgasmus und Maul und sonst was beschäftigen. Wir haben im Idealfall da einiges unter Kontrolle gebracht und können diese Triebe, genau wie es eigentlich verlangt wird, bei der Karte Kraft nutzen, um Dinge zu erledigen in einer Form von Kraft, die eben nicht brachial ist. Also sind hier tatsächliche Krafttiere geworden. Interessant. Ja, richtig. Wie Begleiter sind sie eher jetzt. Ne? Es ist jetzt weniger, dass ich mich noch kümmern muss, sie irgendwo zu etwas hinzuzwingen, sondern sie folgen mir, weil ich kann sie abrufen. Sie sind, begleiten mich, ich habe sie bei mir. Ja. Finde ich spannend. Wie gesagt, das Motiv, da haben wir übrigens das aus dem Druidcraft-Tarot nochmal, wo du vorhin, liebe AS, angespielt hast drauf mit dem Eber. Aber ihr seht, bis auf das Tier ausgetauscht wurde. Interessant ist, finde ich, bei der linken Karte, du wirst uns sicherlich gleich verraten, aus welchem Deck das stammt, da dreht sie uns den Rücken zu. Und ist das vielleicht dieses, wo alle dem Rücken zudrehen? Vice versa. Genau. Und da sehen wir tatsächlich auch diesen versteinerten Herkules da oben stehen. Also das finde ich ja schon auch nochmal eine spannende Wendung. Ja, genau, deswegen habe ich sie auch genommen, weil man hier sehr schön diese Verbindung zu Herakles herstellt. Versteinert, also ein überholtes Bild vielleicht von Stärke für die heutige Zeit. Und dann diese eher sanfte Herangehensweise. Wir haben jetzt auch noch die Schlange auf dem Bild, eben die Anspielung auf Lilith, auf Weisheit, womit du dann natürlich wieder auch ein bisschen Richtung Athene gehst, wobei die Schlange ja nicht das Lieblingstier der Athene war. Ne, aber sie ist auch mit Weisheit verbunden. Aber sie hat dann wieder Anspielungen auf Eva und Lilith, die ja zusammengehören. Und ja, bei der Druidcraft-Karte finde ich schon auch interessant, dass jetzt hier dies alles umgedreht ist. Vorhin bei der Röhrig-Karte hat sich die Frau hinter dem Löwen entspannt. Und hier sucht der Eber fast schon so ein bisschen Schutz hinter der Kraft, wie ich finde, wie er da so hervorlugt. Ne? Sie sagt so, bleib mal zurück, keine Angst oder jetzt noch nicht oder sonst etwas. Und sie ist ja sehr dominant in diesem scharlachroten Kleid. Hat auch ein ganz tolles Tattoo auf dem Arm. Also ich finde sie total schön dargestellt. Ich bin nicht immer vom Druidcraft überzeugt, aber diese Karte finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ich finde, man könnte auch sagen, irgendwie, sie blickt ja jetzt uns auch an. Also sie blickt dem uns ins Gesicht und ich erlebe sogar, dass natürlich jetzt, jeder sieht natürlich ein bisschen auch, was jetzt gerade mit dem er oder sie in Resonanz geht. Ich habe so das Gefühl, sie hält ihren Eber noch zurück, der jetzt gleich drauf und dran ist, sie zu verteidigen gegen mich, der sie jetzt hier so anblickt. Aber sie hält ihn noch zurück und sagt also, pass auf, wenn du dich auf mich einlässt, hinter mir steckt eine große Kraft. Ja. Das könnte auch sein. Ja, letztes Bild. The Tamed Lion aus einem Tarot, das ich sehr spannend finde, aber auch sehr rätselhaft. Dann natürlich Katrin Welz-Stein.
Genau, ich habe hier nur gerade von Green Chakra gelesen. Die Karten, die du eben gesehen hast, waren das Druidcraft und das Vice Versa. Schaust dir das nochmal im Replay an. Ja, genau, hier sind zwei Varianten, die moderner sind. Das eine ist von das Tarot von Bennebel Wenn. Das SKI heißt es abgekürzt. Und ja, da sehen wir halt sehr stark diese Schlangenverbindung. Sie spielt da, glaube ich, ziemlich stark auf Crowley an, von den Themen her, und bringt die Lilith sehr stark ein. Mhm. Und ja, das von Katrin Weltstein, das ist eigentlich nur nochmal eine Ergänzung. Da wird halt aber besonders auf dieses Thema Jungfrau, junges Mädchen sehr stark angespielt, wie ich finde. Also sie ist sehr hübsch, die Karte, aber hat jetzt nicht mehr Nährwert. Nee, gar nicht. Also ich wollte sie einfach nur noch mal mit ins Play bringen, damit ihr noch ein bisschen Inspiration habt. Ja, das von der Bennebel Wen finde ich sehr spannend. Das ist, ja, finde ich, da würde ich mich gerne mal... Ich bald in der dritten Auflage, ich habe es mir gegönnt. Es ist nicht sehr günstig, aber es ist, sie ist einfach eine wahnsinnig kluge Frau und es lohnt sich da zu investieren. Du hast ja mal ein Interview mit ihr geführt, ne? Vielleicht verlinken wir das mal, das Interview. Das hast du, glaube ich, im Rahmen des Tarotverbandes war das. Genau. Ne? Genau. Ja, lohnt sich. Und ich würde sagen, Kirsten, wir neigen uns dem Ende zu. Du bist ja gleich noch weiter gebucht. Kannst du uns ja schon verraten, warum wir jetzt ein bisschen Gas geben müssen? Du bist sehr süß, dass du dich meines Time-Plans annimmst. Ja, um 11.30 Uhr gehe ich schon wieder online mit meinem Neumond-Impuls auf dem Kanal der Mantika. Aber bevor wir das tun, müssen wir natürlich kurz orakeln. Ne? So ist es. Denn ihr wisst ja, es ist Tradition, dass wir am Ende unserer Sendung des Tarotgartens, dass ihr wählen dürft. Und zwar zwischen Kirsten und mir, und jede von uns wird eine Karte aus einem Deck ihrer Wahl ziehen. Vielleicht erleichtert es eure Entscheidung, wenn ihr erfahrt, welches Deck jeder von uns nimmt. Was hast denn du heute für ein Deck für uns? Ja, also Frauenpower, sag ich nur. Ich nehme heute das Motherpiece. Das ist ja fast nicht zu toppen. Da muss ich doch kurz eine halbe Minute verschwinden. Da muss ich mir noch was dagegen setzen. Für alle, die das Motherpiece nicht kennen, es ist ein Deck aus den 70er Jahren, also späte 70er, das erste runde Tarot-Deck war, was man dann auch in 8 verschiedenen Varianten deuten kann. Das machen wir heute nicht, aber 8, kleine Anmerkung nochmal, ist eine Zahl der Weiblichkeit, zum Beispiel der 8 zackige Stern, der Stern der Ishtar, hatte in Babylon eine große Bedeutung. Und ich denke, dass das deswegen ganz gut ist, dass die Kraft auch als 8 gewertet wird. Das lasse ich jetzt hier schnell alles los, während Christopher seine Karten sucht, weil er wäre damit wahrscheinlich gar nicht so einverstanden. Naja, ich muss ja hier durch die heiligen Hallen meiner Wohnung laufen, um in die Tarotabteilung zu kommen. Und ich wähle heute ein Tarot, das ich noch nie verwendet habe. The New Tarot. Aha. Danke, Green Chakra, für dein Kompliment. Tatsächlich machen wir Kurse. Und wenn du Lust hast, kannst du auch gern mitmachen. Wir machen Online-Kurse. Christopher ist jetzt gerade mit einem neuen Runenkurs am Start, habe ich gelesen. Sehr, sehr spannend. Und ich werde mit meinem Mann Roy, den ihr heute Abend um 18.30 Uhr auf dem Kanal der Mantika sehen könnt, wieder einen Tarotkurs online ab dem 22. September machen. Also heute Abend habt ihr da eine Vorstellung davon, oder wie? Na, heute Abend reden wir am Ah, okay, dass man in Ruhe auch mal sehen kann, genau. Und Google. Sehr gut. Also, ja. Da wird doch einiges geboten. Und nun würde ich mal sagen, Kirsten, hast du schon eine Karte gezogen? Also ihr dürft natürlich wählen und ihr könnt auch gerne... Sehen, die Kraft. Tut mir leid, Monique, das können wir nicht machen, weil ich die schon gemischt habe. Ich weiß jetzt nicht, wo die Kraft ist. Du musst irgendwas hast du erzählt, Kirsten. Aus deiner Löwenkraft heraus, schließe die Augen, denke an Neumond und zieh deine Neumondkarte jetzt hier, entweder bei mir oder Christopher. Also irgendwas hast du gesagt in meiner Abwesenheit, Kirsten. Nein. Christopher sollte wohl öfters mal verschwinden. Kirsten, was sind hier für geheime Absprachen getroffen worden? Aber ich ziehe jetzt meine Karte für alle, die mich wählen. Die kriegen jetzt eine Karte gezogen von mir. Okay, also ich ziehe jetzt eine Karte. Alle, die
sich für mich entschieden haben oder sich nicht entscheiden konnten, müssen das jetzt leider ertragen. Wow. Ich habe aber eine sehr gute Karte gezogen, also ihr solltet auch vielleicht für mich entscheiden. Ich auch. Interessanterweise habe ich eine 8 gezogen, nämlich die 8 der Münzen. Mhm. Eine meiner ganz persönlichen Lieblingskarten, sie ist der Jungfrau zugeordnet. Und wir sehen dort Frauen, die fleißig Aktivitäten nachgehen. Es ist eine Karte, die sagt, alles, was du mit Leidenschaft und Sorgfalt tust, das wird dir gelingen. Ich finde es eine tolle Karte, um in einen neuen Mondzyklus einzusteigen heute. Der Neumond ist ja erst ein bisschen später, am Nachmittag heute. Und die sagt einfach, alles, was du jetzt anpackst und vielleicht zum Ende bringen möchtest oder dich versorgt sehen möchtest über den Winter, das wird gut gelingen und fange jetzt damit an. Ich glaube, ich hätte dich gewählt. meine Karte aus dem New Tarot, das sind Designer aus der Schweiz, die nennen sich Weicher Umbruch. Die haben das entwickelt und haben da vor allen Dingen prominente Persönlichkeiten aus dem Zeitgeschehen mit verwurstet. Und deswegen taucht hier David Bowie auf. Ah. Also ich bitte euch. Und es ist die Karte die Liebenden. Ja. Also eine sehr spannende Karte. Und sie schreiben hier dazu, zwischen den Wolken erscheint Erzengel Raphael, der Schutzengel der Liebenden, hier vertreten durch David Bowie. Also David Bowie als sehr Raphael. Schön. Er segnet Adam und Eva, die aus einem Dürer-Gemälde stammen. Und nackt und noch unschuldig tummeln sich die beiden zwischen Paradiesbäumen. Dabei bildet ihre gegenseitige Anziehung die Urpolarität ab. Ich zitiere hier aus dem beiliegenden Buch. Die 12 Flammen am Baum, ja, die stehen für die Leidenschaft, die beim Setzen des richtigen Fokus eine große Ablenkung für den Menschen darstellt. Ja, ganz meine Meinung. Im Hintergrund ragt das Matterhorn auf. Ja, also hier, also ich finde das ganz spannend gemacht. Und das kann durchaus fallisch gelesen werden, erwähnen Sie. Nein. Die Liebenden steht für die Anziehungskraft der Gegensätze, für den Herzensweg und für liebevolle Entscheidungen. Ganz genau. Ja, also liebevolle Absolut Entscheidungen. Beginners schreibt Herzensmensch, das finde ich ein sehr cooles Motto für die Liebenden. Das Absolut Beginners, cool. Ja. Ja, sehr schön. Spannend. Und die Löcher, Monique, in meinen runden Karten, die liegen daran, dass der Christopher keine gute Greenscreen hat. Sondern eine Greenscreen, die einfach das tut, was sie tun soll. Alles, was grün ist, rausfiltern. Ja. Ja, in jedem Fall, das war's dann von unserer Seite. Ich hoffe, ihr hattet nicht nur Erkenntnisse, einen Erkenntnisgewinn aus unserem Gespräch, sondern auch habt euch ein bisschen auch unterhalten gefühlt, so am Sonntagmorgen. Schadet das ja nichts, den Tag so zu starten. Liebe Kirsten, wirklich herzlichen Dank für deine Ausführungen heute. Es ist immer wieder erhellend und belebend mit dir. Freue mich schon auf das nächste Mal. Und ja, ich hoffe, dass es nächste Woche klappt, ne? Ja, also die Wahrscheinlichkeit, also ich muss ganz offen gestehen, es hängt ein bisschen vom Wetter ab, nur dass ihr da Bescheid wisst. Nächstes Wochenende ist der 15. August, das ist ja Maria Himmelfahrt und ich habe ja ein... Ja, das wird nicht stattfinden dann. Richtig. Stimmt, aber wir sind ja am 14. zusammen online. Da sind wir nämlich im Zusammenhang mit unserem Maria Himmelfahrt-Special in der Geheimnisakademie, auf das ich nochmal hinweisen möchte. 13., 14. und 15. wahrscheinlich eine Überraschung, sind wir nochmal online zu allen Aspekten und da geht es natürlich auch nochmal um Weiblichkeit, um was steckt eigentlich hinter der Maria, was ist Mutter Gottes, Mutter Göttin, all diese Themen werden sein. Schaut einfach mal in der entsprechenden Playlist, die ich schon angelegt habe in der Geheimnisakademie, was euch da erwartet. Deswegen werden wir wahrscheinlich den Tarotgarten am Sonntag nicht machen, aber die Woche drauf ja, kein dann. Problem. Ja, und wir müssen ja auch wieder mal über unsere astrologischen Talks nachdenken im Sternenturm. Ihr werdet ab September sicher wieder mehr Programm von uns haben. Wir haben halt auch alle noch ein bisschen so den Sommer nachzuarbeiten. Ja, haben wir. Und vor allen Dingen, wir brüten ja auch fleißig an Ideen, über die ihr euch dann ja wieder freuen dürft. Wenn ihr uns gewogen bleibt. In diesem Sinne, abonniert den Kanal, setzt ein Like und aktiviert die Glocke. So in dieser Reihenfolge bitte, falls ihr immer auf dem neuesten Stand mit uns bleiben wollt. In diesem Sinne, liebe Kirsten, schönen Tag,
schönen Sonntag. Und ihr da draußen auch. Alles Gute für euch. Macht's gut.